So, meine Lieben, guten Abend. Eben gerade angefangen und jetzt noch einmal ein zweites Mal. Ich lasse diese zwei wundervollen Krafttiere, weil die, die mich kennen, die wissen, dass normalerweise immer ein Krafttier rausfällt aus eurer Legung. Herzlich willkommen, möchte ich an dieser Stelle sagen, an alle die, die mich so treu begleiten. Danke für euer Verständnis. Heute ein bisschen spät mit eurer Wochenbotschaft, aber ihr wisst, ich habe ein krankes Pferdchen, was zwar sehr gut in die Heilung gegangen ist, aber ich bin jeden Tag da und es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und jemand, der weiß, wie es ist, wenn man ein Familienmitglied hat, was krank ist, dass man sich darum natürlich auch kümmern darf und muss, weil man hat ja eine gewisse Verantwortung und Fürsorge. Und deswegen danke für euer Verständnis, dass ich diese Botschaft, die Wochenbotschaft, erst ein bisschen später abdrehe. Wir schauen uns die Wochenbotschaft an, vom 30.10. bis zum 5.11.23, meine Lieben. Es sind zwei Krafttiere rausgefallen, einmal der Kranich und einmal der Dachs. Es geht hier um die Heilung, und zwar, dass du dich bitte auf deine Heilung konzentrieren sollst, ja? Also, Kranich, Konzentration. Hindernisse werden überwunden. Eine Reise steht bevor. Du betrittst einen neuen Ring der Kraft. Wow. Also, das ist genau das, um was es letztendlich geht, auf was du dich konzentrieren sollst, ja? Dass du also weißt, okay, die Hindernisse werden jetzt überwunden. Darauf sollst du dich bitte konzentrieren. Du bekommst eine neue Kraft und du wirst hier letztendlich dadurch auch in die Heilung gehen. Der Dachs mit der Heilung, lenke deine Aufmerksamkeit auf dich, deine Lebensgewohnheiten und Muster. Du kannst jederzeit beginnen, dein Leben umzugestalten. Und das ist genau das. Also ich zitiere nochmal, es wird jetzt in der kommenden Woche so sein, für einige vielleicht ein bisschen spooky, aber dass die Hindernisse überwunden sind, du letztendlich deine Aufmerksamkeit auf dich, deine Lebensgewohnheiten und Muster lenken darfst, dass eine Reise bevorsteht, dass letztendlich du wissen darfst, dass jederzeit du beginnen darfst und kannst, dein Leben neu umzugestalten, dich neu auszurichten. Und wie soll ich sagen, wenn du jetzt sagst, ja, aber woher weiß ich denn, dass ich in dieser neuen Ausrichtung und dass ich den richtigen Weg einschlage? Dann kann ich dir sagen, das wirst du merken, dadurch, dass du mehr Kraft bekommst. Und das finde ich gerade total spooky hier. Und das ist wundervoll, meine Lieben. Das ist wirklich, wirklich wundervoll. Ja, ich habe heute das Tarot mit dabei. Ich habe mal ein größeres genommen. Und ich habe auch die Lennies mit dabei. Ich kann mich nur noch entscheiden, welche, ob ich das Golden Lenormand nehme oder die von den letzten Malen, die ich hier hatte. Wir werden sehen, wie mir danach ist und was hier die Karten sagen für die kommende Woche in Bezug auf die Heilung, die Konzentration der Heilung. Um was geht es hier? Genau, das hier, die 10 der Schwerter, das ist das, meine Lieben, was letztendlich hier abgeschlossen ist. Ja, die 10 der Schwerter werden die in der nächsten Woche werden von euch gehen. 10 ist immer die Zahl, wo man sagt, man lässt etwas hinter sich. Das ist genau das, was letztendlich hier der Kranich mit der Konzentration dir signalisiert. Ja, wisse, dass die Schwierigkeiten, die du hattest, dass die jetzt sozusagen vorüber sind. Das ist wundervoll. Das ist eine mega coole Message hier. Also irgendwas löst sich auf. Super, super schön. So, meine Lieben, wir schauen weiter. Genau, 5 der Stäbe. Die Konflikte. Das können verbale Konflikte sein, aber ich sage immer, das sind die inneren Konflikte. Die inneren Konflikte, die du hattest in Bezug auf die Belastung, diese Überbelastung. Ja, das ist alles das, was letztendlich gehen wird. So, okay, wie geht's denn weiter in der Woche? Lasst uns schauen. Königin der Münzen. Ja, das ist eine Person und da sehe ich auch dich drinne. Du wirst ruhiger werden. Ja, du wirst ruhiger werden, du wirst ausgeglichener werden. Du wirst letztendlich sagen, wow, ich bin stolz auf mich, auf das, was ich bis dato erschaffen habe, was ich überhaupt geschafft habe. Da kann ich wirklich stolz auf mich sein. Das ist das, was ich hinter mir lassen kann. Und diese Schäden, sage ich mal, die ein Stück weit in der Materie noch sind, die 10 der Schwerter und auch die 5 der Stäbe, das sind ja Energien, die nicht so super sind. Aber die gehen in die Heilung. Und du wirst dadurch einfach ruhiger werden. Ja, wir haben hier die Königin der Münzen, grün, hier die Heilung, Konzentration auf das, was dir gut tut. Das, was auf dich zukommt. Ja, also wundervoll, du wirst ruhiger werden, du wirst entspannter werden in der kommenden Woche. Du wirst auch finanziell, wirst du einen super Überblick haben. Du wirst mehr Kraft bekommen. Wir gucken mal weiter. Wird bestimmt spannend. Lasst uns mal gucken. Genau.
Acht der Stäbe, es geht positiv voran. Es kommt endlich unerwartet und dennoch kommt etwas auf dich zu, was dich voranbringt, ja, was dir Kraft gibt, Schnelligkeit gibt, was einfach deine Heilung befürwortet. Mega schön. So, eine Karte hätte ich gerne noch. Unfassbar. Ja, nee, das ist wirklich eine schöne Lesung. Endlich kommt ein bisschen Heilung in euer Feld. So, was haben wir hier? Ja, cool. Und die Arbeitskarte. Du arbeitest mit neuer Kraft an neuen Dingen. Ja, Mensch, Leute, das ist doch echt genial, oder? Ja, du wirst merken, es wird leichter. Vielleicht fängst du auch eine neue Arbeit an, dass du eine Zusage bekommst für eine neue Arbeit und dass du endlich diesen toxischen Zustand beenden kannst. Weil, guck mal, wir haben hier die 5 der Kelche. Ja, und diese Woche fängt an mit, dass du etwas hinterher trauerst, weil du hier letztendlich, ich sag mal so ungefähr Mitte der Woche, wirst du hier eine positive Nachricht bekommen. Du merkst aber schon letztendlich am Anfang der Woche, dass sich etwas verändern wird, ja. Wir gehen jetzt nochmal tiefer in die Materie rein, meine Lieben. Ja, und ich gehe auf die einzelnen Karten nochmal explizit ein. So, die 10 der Schwerter, ja, seht ihr das? Leute, das ist das, was ich so mega finde, dass ich diese Legung live mache. Ich hatte gerade gesagt, bevor ich diese Karte hier gemischt habe oder bevor die Karte rausgefallen ist, es könnte sich auch um einen Neuanfang im Beruf handeln. Hier kommt die Berufungskarte, also der Anker, die Berufung, ja, dein Job, deine Arbeit, das, wo du Geld verdienst, war in der Vergangenheit hier sehr belastet. Du hast echt Federn verloren. Und das war auch ein Zustand, der dich wirklich geschafft hat. Und von diesem Zustand wirst du dich ein Stück weit erholen dürfen. Ja, konzentriere dich bitte auf das Positive. Guck mal, du bist sowieso definitiv, arbeitest du gerne, du bist stark. Ja, und du bist auch vielleicht ein Stück weit immer in der Verteidigung gewesen, dass du dich verteidigen musstest. Du wirst aber trotzdem aus diesem ganzen Konflikt hier, wirst du gestärkt rausgehen. Also das kann ich dir schon mal sagen. Wir haben den Bären. Der Bär liegt für Stärke, für Kraft. Stark in der Kommunikation. Ja, vielleicht bist du auch ein Mensch, der gerne kommuniziert. Stark aber auch in Konflikten, dass du sehr ich will nicht sagen fanatisch bist, aber dass du wirklich auf die Gerechtigkeit achtest, dass du sagst, ich kann nicht anders. Ja, ich habe immer gekämpft für Gerechtigkeit, aber letztendlich hat mich das auch geschafft auf der Arbeit. Ja, und jetzt gucken wir mal die Königin der Münzen. Ja, es geht langsam und das ist auch deine Energie, das Schiff. Es geht langsam voran. Vielleicht nimmst du dir aber auch eine Auszeit. Könnt ihr jetzt ein bisschen schlecht sehen, weil sich das so spiegelt, meine Lieben, aber ich zeige es euch trotzdem sehr gerne. Das Schiff und die Königin der Münzen signalisiert dir letztendlich, dass du entweder dich langsam weiterentwickelst, ja, für dich selber auch eine Lernerfahrung warst, was du erst langsam verstehen darfst, aber auch sieht auch für Auszeit aus. Es kann auch sein, dass du dir erstmal, bevor du etwas Neues anfängst, dass du dir vielleicht jetzt auch gerade ein verlängertes Wochenende nimmst und sagst, hey, guck mal, stimmt, hab Montag, Dienstag frei, ich nehme mir gerade eine Auszeit. Ja, das kann sehr gut sein, dass du hiermit dadurch deine Resonanz gehst. Ja, so, was kommt denn hier auf dich zu? Das sind hier die 8 der Stäbe. Ja, okay, es kommt etwas, was vorangeht auf dich zu. Es kann durch eine dritte Person sein, die eventuell sich hier nochmal widerspiegelt auf die ehemalige Arbeit. Das kann eine Arbeitskollegin, Arbeitskollege sein. Ja, dass er sieht, dass du vorangehst und hier nochmal an dein Feld kommt. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so viel Glück habe. Ja, und dass er jetzt auf einmal plötzlich und unerwartet nach dieser Zeitfrequenz der Belastung, dass hier jetzt auf einmal wirklich was kommt und du einfach durch den Fuchs misstrauisch bist und sagst, kann ich so viel Glück haben? Ja, doch, wenn du es manifestiert hast, kann das sehr wohl sein. So, und dann haben wir noch die 8 der Münzen. Und die 8 der Münzen ist die Arbeitskarte. Und da gibt es den Brief positive Kommunikation in Bezug auf die Arbeit. Also etwas, was hier dich unheimlich belastet hat, wird letztendlich hier zum Positiven sich verändern in Bezug auf die Arbeit. Ja, wir haben hier die Arbeitskarte, wir haben hier die Arbeitskarte. Ja, wir haben hier die Belastung in der Arbeit und hier haben wir aber die Arbeit mit den positiven Nachrichten. So. Und dann haben wir die Wolken. Du siehst letztendlich noch nicht wirklich, dass deine Aufgabe in der kommenden Woche, und ich muss euch das nochmal zeigen, weil das leider ein bisschen sehr spiegelt, aber seht es mir nach, die Wolken, seht ihr das? So, und hier geht es letztendlich darum, dass ihr verstehen dürft, meine Lieben, dass die Veränderung in euch liegt. Das heißt, die 5 der Kelche bedeuten, dass du bitte
dafür Sorge trägst, dass du deinen Zustand, in dem du jetzt gerade aktuell bist, ja, oder wo du in dieser Woche noch mit zu tun hast, dass es alles eine Frage der Ansicht ist. Das heißt, trauerst du jetzt etwas hinterher, dass du es schade findest, dass du von dieser Arbeit, die du ja vielleicht trotzdem gerne gemacht hast, jetzt aber gehst, weil du zu viel Belastung hattest? Ist es das? Also überprüf mal bitte, warum du etwas hinterher trauerst. Fünf der Kelche ist immer, dass du jemanden oder etwas hinterher trauerst. Kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt eine neue Arbeit an, damit es mir wieder besser geht, damit ich in die Heilung gehen kann und mich auf das Neue konzentrieren kann, und dass du vielleicht eine Kollegin zurücklassen musst, ja? Das kann es natürlich auch sein. Ich hoffe, meine Lieben, ich konnte euch hiermit ein Stück weit weiterhelfen, ja? Und ihr könnt damit in Resonanz gehen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, freue ich mich drüber. Ansonsten könnt ihr gerne dieses Video liken, teilen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, denkt immer daran, ab 10.000 Abonnenten gibt es ein kostenloses Live, wo ihr mir kostenlos deswegen, nicht weil es live kostenlos ist, sondern weil ihr mir kostenlos eure Fragen, die ihr habt, auf dem Herzen habt, dass ihr mir die trotzdem stellen könnt. Und das finde ich eine ganz super Sache. Als Dankeschön für eure Treue möchte ich hier nochmal erwähnt haben. Und wenn du gerne eine persönliche Legung haben möchtest, dann scheu dich nicht, ruf mich gerne an, beziehungsweise schreib mir am besten eine WhatsApp-Nachricht. Weil es kann sein, dass ich nicht immer ans Telefon gehe und weil ich halt in der Legung bin oder beim Pferd bin oder je nachdem, ne, oder im Coaching bin. Also da bitte gerne, scheue dich da nicht und kannst mir auch gerne Sprachmemo machen oder mich direkt anschreiben, freue ich mich immer. Ansonsten, meine Lieben, bleibt locker, flockig vom Hocker. Ihr seht, meine Stimme ist auch wieder da. Ich kann wieder ein bisschen mehr schnattern und ich freue mich, wenn ich von euch höre. Und eine wundervolle Woche, ganz viel Licht und Liebe und seid offen für das Neue. Es wird immer mehr kommen. 24 wird noch mehr kommen. Also gewöhnt euch jetzt schon daran. Und wer Hilfe braucht, kann sich gern bei mir melden. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüss.